Ja, meine Damen und Herren, es ist schon gesagt worden, ich vertrete Herrn Dr. Böttcher hier, der sich auch entschuldigen lässt. Wir hatten gemeinsam diese Präsentation vorbereitet. Der zweite Punkt, wir haben ein bisschen an dem Titel noch gefeilt und auch in Anspielung darauf, dass ich eigentlich ungefähr jedes zweite Mal darauf angesprochen werde, wieso wir das Ganze Vulnerabilitätsstudie nennen und nicht irgendwie anders, weil dieser Begriff einfach sehr schwer verständlich ist, haben wir sozusagen diesen Obertitel gewählt, Betroffenheiten differenzieren und dann als Untertitel die Vulnerabilitätsstudie. Aber ich möchte Ihnen einen Einstieg gewähren heute in die Struktur und auch ein paar wenige Ergebnisse in diese Vulnerabilitätsstudie. Ja, ich habe das ein bisschen aufgebaut, will Ihnen erst ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen, auch die Beweggründe, die uns dazu geführt haben, wie die Studie als solches eigentlich aufgebaut ist und wie dann der aktuelle Sachstand aussieht. Die Studie hat begonnen Anfang 2013 und im Moment sind wir in einer Phase, wo wir wahrscheinlich eine Verlängerung gehen müssen bis etwa drittes, viertes Quartal 2014, weil einfach ein paar Dinge etwas länger gebraucht haben, als wir vorher gedacht haben. Was deutlich wird, und das muss ich sicherlich in diesem Rahmen nicht nochmal unterstreichen, dass wir hier in Sachsen erkennbare Klimaänderungen beobachten können. Wir haben in den Jahren 2011, 2012 angefangen, ein Klimafolgenmonitoring aufzubauen. Und ob ich jetzt auf die Ertragsrisiken in der Landwirtschaft schaue oder auf phänologische Aspekte, Befallszahlen beim Buchdrucker, oder auch Aspekte der forstlichen klimatischen Wasserbilanz oder Ertragsentwicklung in der Landwirtschaft. Also dass der Reigen an Effekten, die wir auch unmittelbar mit dem Klimawandel in Verbindung setzen können, ist halt relativ groß. Dazu haben wir noch eine fachpolitische Verpflichtung, die eigentlich verankert ist in dem Energie- und Klimaprogramm des Freistaates Sachsen. 2012, 2013 fertiggestellt und wo eigentlich ganz deutlich gesagt wird, dass die Staatsregierung dieser Untersuchung zu Klimafolgen unterstützt und auch die daraus resultierenden Anpassungsstrategien unterstützen möchte. Und was ganz wichtig ist, ist dieser zweite Punkt, da steht nämlich ganz deutlich, es fehlt eigentlich eine landesweite Gesamtbetrachtung für die Vulnerabilität, für die Betroffenheiten insgesamt. Was wir auch mit berücksichtigen, da gehe ich auch nachher nochmal kurz drauf ein, ist eben, inwiefern wir Anknüpfungspunkte zu der Ebene darüber haben, der nationalen Ebene, oder inwiefern es auch Anknüpfungspunkte gibt zu der Fachebene, die häufig aufgrund anderer Datenlagen, anderer Datengrundlagen auch andere Aussagen zu Betroffenheiten oder weiterführende Aussagen zu Betroffenheiten machen kann. Diese Vulnerabilitätsstudie ist dann auch nochmal als Maßnahme explizit bestätigt worden, um einerseits mit diesem Schlagwort Hotspots, also da, wo sind wirklich die Schwerpunkte der Betroffenheiten, und was sicherlich auch ganz spannend ist, wie kann ich einzelne Klimafolgen auch vergleichen und vielleicht auch in ihrer Priorität bewerten. Wir haben jetzt in Sachsen, und das ist auch noch eine Intention, die dahinter steht, einmal uns mit der Frage der Klimaentwicklung auseinandergesetzt. Und das zielt auch ein bisschen darauf, dass wir, wenn wir Klimabetroffenheiten in die Zukunft spiegeln, wir auch nicht unbedingt mit einer Zukunft rechnen können, sondern mit einem Ensemble rechnen müssen, weil wir die Spannbreite der Klimafolgen eben auch abschätzen wollen. Dann haben wir natürlich in Sachsen eine Unmenge an Naturräumen und Landschaften und das zielt ein bisschen in die Richtung, dass wir nicht unbedingt Ergebnisse, die auf nationaler Ebene von dem Bund beispielsweise geschaffen werden für Sachsen, eins zu eins übernehmen können. Wir haben gerade, wenn man jetzt bestimmte Kreise anguckt, wie den Erzgebirgskreis oder den Kreis Görlitz, eine Unmenge verschiedener Raumtypen, Landschaftstypen, die eigentlich mit diesen mit in die Betrachtung einbezogen werden müssen. Und nicht zuletzt, wir haben eine Unmenge unterschiedlicher Landnutzung, hier mal dargestellt einem Ausschnitt aus einem Regionalplan, und das führt natürlich zu einem Konglomerat von Betroffenheiten,
die ich einordnen kann in einen inneren Zirkel mit dem Wasserbereich, Fauna, Flora und dem Boden, aber auch eine Unmenge von Aktivitäten, die unmittelbar mit uns Menschen zusammenhängen. Von der Idee zur Studie. Also das Ziel war ungefähr klar, Risiken wollen wir identifizieren und auch reduzieren, um sozusagen auch aus ökonomischen Gründen oder aus anderen Gründen dort Betroffenheiten zu reduzieren. Wir wollten das Ganze integrativ betrachten, also nicht nur, wie es schon teilweise erfolgt ist, eine sektorale Betrachtung machen. Also wer sich ein bisschen näher mit der Thematik hier in Sachsen auskennt, weiß, dass beispielsweise im Landwirtschaftsbereich schon seit rund 5 Jahren eine Landwirtschaftsstrategie für den Klimawandel und für die Klimaanpassung existiert. Und auch andere Fachbereiche in diesem dort sehr aktiv sind, Forstwirtschaft, der Wasserbereich vor allen Dingen. Was wir auch gesagt haben, wir wollen die Sensitivitäten von Systemen mit aufnehmen und auch schauen, halt, wie reagiert ein System auf bestimmte verschiedene Klimaentwicklungen. Reagiert es eigentlich in naher Zukunft, reagiert es erst in 30 oder 40 Jahren? Und wie sehen Anpassungskapazitäten aus? Anpassungskapazitäten insofern, das ist von den Bearbeiten noch ein bisschen angepasst worden. Es geht jetzt mehr so um Bewältigungskapazitäten, also wie kann man mit den Klimafolgen dann auch umgehen. Dann, das habe ich gesagt, wir nutzen Bandbreiten der Klimaentwicklung über einen Ensembleansatz, wollen dann die Klimarisiken bewerten und diese Ergebnisse natürlich schon fachpolitisch, aber auch vielleicht für eine Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Ich habe mit Interesse verfolgt, dass ja häufig eigentlich so ein Dissens ist zwischen dem, was wir als Wissenschaftler dann auch an Daten und Informationen und Ergebnissen erzeugen und das, was eigentlich dann wirklich beim Bürger ankommt. Das ist sicherlich bei so einer Thematik eine ganz schöne Herausforderung. Und wir knüpfen natürlich bei dieser Vulnerabilitätsstudie nicht bei Null an, sondern es gab schon in Sachsen eine ganze Menge Aktivitäten, die auch teilweise schon genannt worden sind. Also das Projekt Reklam finden Sie hier. Und wo es vielleicht jetzt keine überlagerte Gesamtschau der Betroffenheiten gegeben hat, aber der große Wert dieses Projektes Reklams ist sicherlich auch am Ende in diesem Programmaspekt zu sehen, der geschaffen worden ist mit einem integrierten regionalen Klimaanpassungsprogramm. Das ist bei uns noch nicht Teil dieser Studie, aber wäre sicherlich ein Programmpunkt, der sich an diese Studie dann auch noch anknüpfen lässt. Ich möchte aber auch auf diese Vulnerabilitätsstudie Westsachsen kurz eingehen, die im Rahmen eines eines bundesweiten Verbundes als Klima-Moro-Projekt derartige Vulnerabilitätsstudie durchgeführt hat und die sozusagen so von dem Aufbau her eigentlich auch so die Blaupause für uns ein bisschen gewesen ist. Nicht zu vergessen, das, was auf nationaler Ebene passiert mit der deutschen Anpassungsstrategien, die auch für 15 Sektoren Strategien und Aktionspläne aufbaut, allerdings für die Bundesebene. Und da wird auch nochmal deutlich gesagt von der nationalen Ebene, wir schauen, dass wir das eigentlich auch hineinschreiben, was wir als Bund dann am Ende umsetzen können. Es gibt da aber auch ein paar Aspekte wie Bewertungsmethoden, die natürlich bei uns in die Studie mit einfließen sollen. Und dann gibt es das Netzwerk Vulnerabilität des Bundes, wo wir immer noch ein bisschen die Ergebnisse abwarten müssen, die da herauskommen, die sehr nah an diese deutsche Anpassungsstrategie angebunden ist und sich mit Methoden auseinandersetzt. Aber ich glaube, das ist für uns als Landesebene im Moment noch ein bisschen weit weg. Ja, Arbeitsschwerpunkte der Studie. Einmal die Darstellung der Klimaentwicklung. Wir haben einen Ensembleansatz genommen, der sich auf den älteren Klimaprojektionen dann beruft. Wir hatten ein Projekt im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, das nannte sich VEREX 5, ist auch gestern beim Herrn Speckert in dieser Liste von VEREX-Projekten schon aufgetaucht.
Dort wurden die Szenarien A1, B und E1 verwendet. Und aus diesem Konglomerat von Läufen hat man einige 12 ausgewählt, die sich auf die Globalmodelle Escham 5 und HET-CM auch darauf zurückzuführen sind oder diese nutzen, und hat sozusagen dann auch ein regionales Downscaling gemacht mit statistischen und dynamischen Modellen. Und das ist also eingeflossen in die Betrachtung der Klimaentwicklung. Dann gab es den Wunsch, auch die einzelnen Sektoren, die Betroffenheiten der einzelnen Sektoren vorab zu prüfen und dort eine Auswahl zu treffen, welche Sektoren sind eigentlich die wirklich wichtig sind, um dann anschließend diese sektorübergreifenden Hotspots zu analysieren. Ja. Vielleicht eine Änderung hat sich im Rahmen des Projekts ergeben. Dieser Wunsch, das nacheinander abzuarbeiten, das hat nicht funktioniert, weil man diese Bewertung der Risiken und diese Ergebnisse der Hotspots versucht hat, stärker miteinander zu verknüpfen. Das wird sich sozusagen dann auch am Ende in den Ergebnissen widerspiegeln. Kurz zum Konsortium des Projektes. Wir haben gewonnen einmal das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, die für die Projektsteuerung zuständig sind, aber auch die Risikoanalyse der Betroffenheiten machen und methodisch auf sehr viele Dinge zugreifen kann oder zurückgreifen kann, die auch im Rahmen des Reklam-Projektes methodisch schon mal angewendet worden sind. Darüber hinaus gibt es eben in dem IOR einen großen Schatz an Methoden zur Abschätzung von Erosionen, Waldbrandgefährdung und so weiter und so fort. Dann haben wir in Persona von Herrn Professor Bernhofer und der Frau Dr. Köstner und Herrn Dr. Franke auch die TU Dresden, das Institut für Hydrologie und Meteorologie, gewinnen können, die ganze Aufbereitung der Klimadaten übernommen hat und auch ein Verfahren entwickelt hat, wie wir sozusagen mit dieser Unmenge an Klimadaten hinsichtlich der Bewertung von Klimafolgen umgehen können. Und für eine volkswirtschaftliche Betrachtung wurde noch das IFO-Institut mit der Niederlassung in Dresden mit eingebunden, die punktuelle Analysen machen, die diese Vulnerabilitätsstudie begleiten werden. Ja, wie kann man sich das ungefähr jetzt vorstellen? Wir haben sozusagen eine Ebene der Klimaentwicklungen, muss man ja sagen. Wir haben eine Ebene, und das war auch sehr wichtig für den Forschungsnehmer, eine Ebene der gesellschaftlichen Entwicklung, die im Grunde genommen die Fragen der Bevölkerungsentwicklung beinhalten, der Siedlungsentwicklungen und Siedlungsentwicklung und einer ökonomischen, volkswirtschaftlichen Größe, Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Wir haben die Klimafolgen dieses inneren Bereiches und wir haben die Klimafolgen der Nutzung dieses äußeren Bereiches. Und an drei Stellen wollen wir zeitlich sozusagen eine Linie da durchschießen und bewerten, wie die Klimafolgen, die Betroffenheiten, die Verwundbarkeiten 2020, 2050 und in Klammern 2100 auch einsehen werden. Es steht unten drunter Risiken und Chancen. Da diskutieren wir auch öfters mit dem Forschungsnehmer, inwiefern Risiken auch, inwiefern Chancen sozusagen in dieser Betrachtung mit eingebunden werden und wie sie auch zu definieren sind. Das komme ich aber gleich nochmal ein bisschen darauf zurück. Um diese Klimafolgen zu betrachten, hat der Forschungsnehmer zunächst angefangen, Schlüsselprozesse zu identifizieren. Diese Auswahl der Indikatoren erfolgte auf Basis solcher Datengrundlagen, die auch landesweit zur Verfügung sind. Und ich sage immer, das ist so eine bewusste Beliebigkeit von Indikatoren, die da genommen wird, die es auch erschwert, sozusagen verschiedene Ebenen häufig miteinander zu vergleichen, auch viele verschiedene Räume miteinander zu vergleichen.
Wir haben den Effekt auch beim Monitoring, beim Klimafolgenmonitoring, dass wir dort von Bundesland zu Bundesland oder von verschiedenen Ebenen ganz unterschiedliche Datengrundlagen haben, um solche Klimafolgen bewerten zu können. Und das wird uns sicherlich auch nicht das wird uns sicherlich auch zu der Diskussion mit den Fachbereichen führen, die dann sagen, wir sind im Detail eigentlich in dem und dem Bereich besser. Aber für eine landesweite Betrachtung ist es einfach erforderlich, auf solche Datengrundlagen zurückzugehen. Und diese Schlüsselprozesse laufen eben dann so, dass ich einerseits den gesellschaftlichen Wandel habe und die Klimakenngröße, dann bestimmte Kombinationen von Wirkungen habe, dann versuche diese Auswirkungen anhand unterschiedlicher Zielstellungen und Normen und Vorgaben halt zu bewerten. Und Sie sehen links, ganz rechts, die Umweltmedien und Nutzungen, die zurzeit auch betrachtet werden. Die können nicht alle quantitativ betrachtet werden, das ist schon relativ früh ausgeschlossen werden, aber man möchte eigentlich, man hat sich von Beginn an dazu entschieden, halt lieber alles zu betrachten und zumindest qualitative Aussagen zu machen, bevor ich sozusagen bestimmte Dinge unter den Tisch fallen lasse. Ja, hier ist nochmals deutlich gemacht, wie das im Einzelnen aussieht. Und wenn ich mal an einen Punkt ansetzen kann, hier im Bereich Boden, da sind dann einige Indikatoren bestimmt worden. Insgesamt sind es 23 über die gesamten quantitativ betrachteten Umweltmedien und Nutzungen, die also ausgeführt werden. Und hier im Boden sind zum Beispiel diese fünf dargestellten Indikatoren dann die, die näher untersucht werden. Ja, das habe ich im Prinzip schon dargestellt. Gehe ich mal weiter. Ein bisschen zum Sachstand der Vulnerabilitätsstudie, also der noch sehr dünne dritte Zwischenbericht, ist mir Ende März eigentlich überreicht worden. Das liegt aber weniger daran, glaube ich, dass zu wenig Informationen da sind, sondern dass mittlerweile einfach zu viele Informationen vorliegen, um die in so einen Zwischenbericht packen zu können. Der Forschungsnehmer hat auch extra eine Datenstruktur aufgebaut, um mit diesen Unmenge an Informationen auch überhaupt arbeiten zu können. Ich will jetzt im Folgenden eigentlich nur zwei kurze Beispiele darstellen und verweise aber sehr gerne auf einen weiteren Vortrag, der gerade mal 4 Wochen zurückliegt und der vom Professor Schwanze selber in Leipzig gehalten worden ist und wo noch ein paar weitere Ergebnisse dann auch dargestellt werden. Die aktuellen Arbeiten sehen so aus, dass eben diese Klimafolgen, die indikatorenbasierten Klimafolgen vervollständigt werden. Das betrifft vor allen Dingen den Bereich der Projektionen. Und wir kämpfen im Moment sehr intensiv im Wasserbereich darum, dass dort weitere Projektionen gerechnet werden können. In Anlehnung an das im Wasserbereich stattfindende Projekt CLIVES, um dort gerade für den sehr wichtigen Aspekt des Wasserhaushalts auch noch ein paar weitere Informationen zur Bandbreite zu erhalten. Dann zum Management der Klimafolgenbetrachtung, das ist das, was ich angesprochen hatte, eine Struktur aufzubauen, wie nicht nur der Auftragnehmer aktuell damit umgehen kann, sondern wie auch wir dann künftig als Auftraggeber damit umgehen können. Und in der Methodik der integrativen Bewertung stecken wir noch mittendrin. Also aus dem dritten Zwischenbericht gibt es auch einige Aspekte, wo wir nochmal dann mit dem Forschungsthema darüber diskutieren müssen. Zurzeit ist es eine eher qualitative Bewertung und ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr Substanz bekommen kann. Und der Abschlussbericht, den erhoffen wir sozusagen uns zum Ende des Jahres, irgendwann im zweiten Halbjahr 2014. Zwei kleine Zwischenergebnisse zur Ermittlung künftiger Risiken und Chancen. Vielleicht ein bisschen auch bezogen hier auf die Region Annaberg. Einmal, dass die Frage halt in der Nutzung, Erholung und Tourismus, der Indikator Witterungsbedingungen für den Wintertourismus. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich hier den... Nee, das war, glaube ich, falsch.
Ja. Linke Karte, etwas schwierig zu sehen, der Zeitraum 1961 bis 1990, bezogen auf die durchschnittliche Schneebedeckung. Das kann man hier leider bei der Abbildung jetzt schlecht lesen. Aber es ist natürlich verständlich, dass im Erzgebirgsraum die Schneebedeckung im Jahr höher liegt als in den Tiefebenen. Das deutet also diese grüne Farbe auch an. Spannender ist sozusagen dann die zweite Karte, die also schon die Veränderungs für den späten Zeitraum 2071 bis 2100 zeigt. Und was der Forschungsnehmer gemacht hat, er hat zwei Informationen in diese Karte hineingepackt. Über die Hintergrundfarbgebung, die man hier noch ganz gut erkennen kann, wird das Änderungssignal als solches dargestellt in absoluten Tagen. Und das können vielleicht manche noch erkennen. Es gibt hier so eine Punktsignatur. Und die Punktsignatur ist eine Aussage über die Bandbreite der Veränderungen, bezogen auf die Informationen, die eigentlich über diesen Ensembleansatz des Klimas geliefert werden. Und dort, wo das korreliert bei dem Beispiel Wintertourismus doch sehr gut eigentlich mit dem, was sozusagen auch die absolute Änderung darstellt, dass eigentlich die Bandbreiten eigentlich dort, wo viele Schneedeckentage da sind, absolut natürlich auch besonders hoch ist. Ja. Das kann man vielleicht gegebenenfalls auch nochmal in eine andere Relation bringen, da muss man aber nochmal mit dem Forschungsnehmer sprechen. Und ein zweites Thema, Forstwirtschaftsindikator Waldbrandgefährdung, auch hier die ähnliche Aufteilung. Auf der linken Seite sehen Sie den Zustand 1961 bis 1990. Keine Überraschungen, dass also da in Nordostsachsen und in Nordsachsen besonders hohe Vulnerabilitäten vorhanden sind. Spannend sind natürlich dann schon die Änderungssignale hier, die also hier gerade im Nordosten schon tiefrot sind. Und vielleicht hier im Erzgebirgsraum jetzt weniger kritisch zu bewerten sind. Und auch hier hinterliegt wieder diese Bandbreitenbetrachtung über eine Punktsignatur. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also sollten die Ergebnisse dann vorliegen, wollen wir die natürlich gerne einspeisen in verschiedene Bereiche. Einmal in, ich sag mal, einen fachpolitischen Prozess, der sich nennt Klimawandel und. Das kann relativ viel sein. Einmal die Weiterentwicklung von fachpolitischen Maßnahmen. Es ist in den einzelnen Fachbereichen natürlich schon viel Information vorhanden, aber wir hoffen einfach dazu, da einen weiteren Input geben zu können. Und es ist natürlich auch die Frage, ob es nicht auch eine Basis sein kann für eine fachpolitische Anpassungsstrategie für Sachsen insgesamt. Es wäre schade, wenn eigentlich die Ergebnisse in der Form nicht weiterverwendet werden. Zwei Punkte will ich noch kurz nennen. Dann die Frage halt, im Moment werden die Regionalpläne in Sachsen fortgeschrieben. Auch da besteht Interesse seitens der Planungsverbände, halt Informationen, die in dieser Form noch nicht vorhanden sind, in diese Fortschreibung mit aufzunehmen. Das passt auch zeitlich sehr gut. Und wir hatten auch Gespräche gehabt, beispielsweise mit den ILE-Gebieten, die also auch schon überlegen, ob sie bestimmte Aussagen möglicherweise für die Ausrichtung eigener Programme, Förderprogramme verwenden können. Aber es betrifft natürlich alle Förderprogramme, wo man überlegen könnte, ob bestimmte Aussagen dieser Vulnerabilitätsstudie dafür geeignet sind. Als letztes noch der Verweis auf das REKIS, Regionales Klimainformationssystem. Sie finden auch ein paar Informationen draußen, dass wir natürlich diese Ergebnisse der Klimafolgenuntersuchung gerne auch in das Klimainformationssystem aufnehmen werden. Ja, zu den Schnittstellen will ich nicht mehr so weit sagen. Zum Bund habe ich schon einiges gesagt. Und im Bereich zu Sachsen ist es natürlich schon sinnvoll, dass wir uns auch abstimmen mit dem, was parallel passiert bei uns, vor allen Dingen sind zu den Vorhaben in den Fachbereichen, wo dann auch teilweise die Frage ist, wie viele Details haben wir und wie viele Details brauchen auch die Fachbereiche. Der Forschungsnehmer hat selber schon eine sehr umfangreiche Übersicht zu den Aktivitäten in Sachsen halt aufgelistet, wesentlich mehr als der Bund für Sachsen eigentlich herausgefunden hat. Und das, selbst diese Übersicht der Aktivitäten ist schon eigentlich eine sehr wertvolle Information.
Damit möchte ich enden und stehe natürlich jetzt für die restlichen 5 bis 10 Minuten noch gerne für Fragen, wenn denn da sind, zur Verfügung. Dankeschön. Interessanten Vortrag. Fragen an Herrn Völlings. Das, wenn man so brav ist, wird man bestraft, dadurch, dass es keine Fragen gibt. Ich habe keine bereits, ja. Wie ist denn die, also jetzt, Sie haben ja schon gesagt, dass es sehr viele Ergebnisse gibt. Ich nehme jetzt an, dass Sie mit dem Waldbrand schon ein Highlight daraus genommen haben. Gibt es denn weitere Highlights, die man erwarten kann? Im Bereich der Projektionen gibt es bis jetzt noch relativ wenig. Man hat sich sozusagen, die Methodenentwicklung hat man natürlich vorrangig an den Beobachtungsdaten erstmal ausgerichtet und im Moment ist man dabei, sozusagen diese ganzen Ergebnisse für die künftige Entwicklung darzustellen. Aber das läuft jetzt so fließend immer mal wieder Ergebnisse mit ein, sodass ich also jetzt zunächst keine weiteren Highlights nennen kann. Ja. Gut, dann können wir das ja. Aber oh ja, Jörg, bitte. Da muss ich jetzt nachfragen, weil ich das strukturell nicht ganz verstehe. Projektion ist Projektion und wie üblich von Annahmen abhängig. Vulnerabilität ist reale Vulnerabilität auf Basis bekannter Verhältnisse, in die ich höchstens ansatzweise eine zukünftige Entwicklung hineinfließen lasse. Beispiel das, was wir zur Hochzeit der sauren Deposition gemacht haben. Wie ist es strukturell getaktet, dass ich nicht mit völligen Falschannahmen von Vulnerabilitäten arbeite, weil ich Annahmen nutze für die Zukunft, deren Eintreffen oder Nicht-Eintreffen zum Teil mit großen Fragezeichen zu versehen ist? Naja, mit den großen Fragezeichen werden wir natürlich schon ein bisschen leben müssen. Also der Forschungsnehmer hat schon versucht, halt, das hatte ich ja ein bisschen dargestellt, solche Indikatoren auszuwählen, die einerseits diese Betroffenheiten auch zeigen oder Vulnerabilitäten zeigen. Ich bin da immer noch ein bisschen hin und her gerissen, weil die Definitionen sind ja sehr vielfältig, was jetzt Vulnerabilitäten, Verwundbarkeit, Betroffenheiten betrifft. Dadurch, dass wir sowohl Chancen als auch Risiken, dass der Forschungsnehmer Chancen und Risiken betrachten will, müssen wir vielleicht weniger ein bisschen zu dem Thema Verwundbarkeiten sagen, sondern Betroffenheiten im Allgemeinen. Die Indikatoren sind so ausgewählt worden, dass entsprechende Datengrundlagen, also sind so ausgewählt, weil bestimmte Datengrundlagen nur in dieser Form vorhanden sind. Und dargestellt werden, ich sag mal, über diese Indikatoren eher die Risiken. Also Sie sehen, dass alte Waldbrandgefährdung, das ist eine Gefährdung, das ist ja sozusagen keine Aussage über die tatsächlichen vorhandenen Waldbrände, sondern über ein Gefährdungspotenzial. Aber wir nehmen dieses Gefährdungspotenzial an, auch aus dem Grund, wie Sie sagten, dass man eben für künftige Zeiten auch diese tatsächlichen Betroffenheiten, die ja möglicherweise auch witterungsbedingt sind, gar nicht abschätzen kann. Okay, dann frage ich in die Runde, gibt es weitere Fragen an Herrn Völlings? Da hinten ist noch eine Frage, bitte. Ja, Paul aus Dresden, Landschaftsarchitekt. Als Planer interessiert mich natürlich, wie jetzt Ihre Erkenntnisse in den Planungsprozess einfließen. Ich denke da zunächst an die Raumplanung. Gibt es da Absichten, das dann systematisch in Leitlinien einzuflechten? Und wir haben ja die Unsicherheit angesprochen, dass dort dann also Pfade, Entscheidungspfade, die vielleicht den räumlich-zeitlichen Prozess der Umsetzung längerfristig steuern, also im Prinzip diese Erkenntnisse in Strategien umzusetzen. Das ist meine Frage. Wie weit denken Sie da voraus? Also was den Planungsbereich betrifft, da waren wir jetzt für die Landesplanung ein bisschen zu spät dran, weil der Landesentwicklungsplan ja jetzt auch vor kurzem verabschiedet worden ist. Und bei der Regionalplanung ist es ja so, dass die Planungsverbände unterscheiden sich. Einmal in der Schwerpunktsetzung ein bisschen,
aber auch in der Nutzung ihrer Datengrundlagen. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, sozusagen hier Grundlagen zu schaffen, die durchweg von allen 4 Planungsverbänden auch gleichermaßen verwendet werden können oder verwendet werden, sagen wir mal so. Können sie es auf jeden Fall. Also das merkt man, in Westsachsen beispielsweise ist schon sehr viel über die eigene Vulnerabilitätsstudie entstanden. In Südsachsen liegen relativ wenig Grundlagen vor. In Ostsachsen hat man sich vorrangig auf den Wasserbereich konzentriert. Hier im oberen Elbtal gibt es ja auch Schwerpunktsetzungen, die sich jetzt vielleicht nicht so unmittelbar mit einer Ausweisung anhand von Karten auseinandergesetzt hat, aber beispielsweise diese Hochwasserkarten, die auch der Herr Seidel hier im Planungsverband gemacht hat, ist sozusagen ein Indiz dafür, dass es bestimmte Punkte gibt, wo es vielleicht auch Überschneidungen mit der Vulnerabilitätsstudie gibt. Was diesen zweiten Aspekt betrifft, das habe ich also versucht, so ein bisschen anzudeuten. Wir wollen diese Gesamtergebnisse abwarten, ne? Und das Spannende ist ja weniger jetzt diese Einzelfokussierung, sondern dass wir hingehen wollen, diese ganzen Maßnahmen übereinanderlegen wollen oder die ganzen Aussagen übereinanderlegen wollen, um dort einen Hinweis zu bekommen, ob es Gebiete gibt in Sachsen, wo Betroffenheiten in vielfältiger Form vorliegen. Wo wir nicht vielleicht eine Einzelfallbetrachtung haben, eine einzelne Klimafolge haben, sondern wo einfach so eine Schwerpunktsetzung erfolgt, diese sogenannten Hotspots. Und so ein Hotspot mag ja auch sein, dass der sich möglicherweise erst in 30, 40 Jahren ausbildet als Risiko. Und es wird sich hoffentlich auch dazu kommen, dass wir so eine Art Prioritätenliste bekommen. Wo müssen wir vielleicht mehr Kraft hineinstecken, weil entweder langfristigere Planungen notwendig sind, wie im Forstbereich, oder wo einfach das Risiko jetzt schon da ist und wir jetzt handeln müssen. Ob wir sozusagen die lokale Ebene erreichen werden, das bezweifle ich ein bisschen noch. Ne? Also wird es wahrscheinlich erstmal von uns auch sozusagen dieser Ansprechpartner im Planungsbereich die Regionalebene bleiben. Okay, ich blicke in die Runde. Doch, da hinten ist noch eine Frage. Ich ergänze vielleicht zwischendurch, während Sie das Mikrofon übernehmen, dass ja schon Erkenntnisse aus Reklam in den regionalen Rahmenplan eingegangen sind, Landschaftsrahmenplan. Schubert, Untere Wasserbehörde, Landkreis Leipzig. Ich habe noch eine Frage zu diesem CLIVES-Projekt. Ist denn erwartbar, dass dann irgendwann mal so wie rastermäßig über Gesamtsachsen verteilt Abflussspenden, Wasserhaushaltsgrößen und auch Hochwasserabflussspenden verfügbar sind? Ist das mit in diesem Projekt drin oder ist das getrennt zu sehen? Weil wir als Unterwasserbehörde oftmals das Problem haben, mit solchen Daten die zu beziehen. Kennen Sie das Wasserhaushaltsportal? Das kenne ich ja, Sachsen, aber ja. Das wird jetzt demnächst, es soll glaube ich schon am 14. April stattfinden, aber es wird jetzt die zweite Säule von diesem CLIVES-Projekt in naher Zukunft, sage ich mal, freigeschaltet, wo auch Aussagen zu der künftigen Entwicklung im Wasserhaushalt dann auch mit einfließen werden. Die haben allerdings nur ein Szenario betrachtet. Und wir haben eben jetzt versucht, über ein Andocken an die Vulnerabilitätsstudie weitere 9 Realisierungen rechnen zu lassen, die aus Sicht des Wasserhaushalts relevant sind. Und diese werden vielleicht dann auch irgendwann mal in diese Säule eingespeist. Ansonsten, was jetzt Detailfragen betrifft, da kann ich gerne den Kontakt nochmal zu der Frau Kuhn vermitteln. Da kann ich selber aber jetzt relativ wenig zu sagen. Okay, die Fragen, ob beispielsweise Hochwasserabflussspenden dann ja, da mit... Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Gut, dann vielen Dank, Herr Völlings. Wir kommen zum letzten Vortrag.